Neustadt lebt nicht nur von der freien Kulturszene, sie beherbergt auch einen großen Teil davon. Die freie Szene braucht jedoch Platz und Mittel, um sich entfalten zu können. Wie steht ihr zum Erhalt und der Förderung der freien Szene in Dresden, Christdemokraten? Die Sache ist, was die freie Szene angeht, der Name sagt es schon, freie Szene, wollen wir uns so gesehen nicht spezifischer einmischen. Das ist die Hauptposition. Alles, was Kultur ist, alles, was gefördert werden kann, gerne. Aber in ein Thema, wo die Räume, ein Verein seine Räume verliert, weil der Vermieter mehr Miete haben will oder ähnliches ist, das ist ein Bereich, da sehen wir auch nicht, wie wir uns einbringen können. Wenn man das jetzt bei der Sabotage sieht oder beim OKA, das sind halt Räume, da gibt es jetzt auch durch das Stadtbudget die Möglichkeiten, da entsprechend Projekte zu fördern. Wenn ich die ersten Beschlüsse sehe, da waren ja auch entsprechend viele Beschlüsse in diese Richtung, dass man wirklich guckt, kleine Projekte zu fördern und wenn die sich weitertragen, guckt man weiter. Dankeschön, aber jetzt habe ich es auch noch auf den Punkt reduziert. Ja, also dass man wirklich schaut, was sind interessante Projekte. Jetzt wurde es ja auch beim Montagscafé entsprechend mal geschaut, dass man dort diese Veranstaltung unterstützt. Und wenn es dadurch was gibt, wenn es ja vernünftige Projekte gibt, auf die man sich im Stadtbezirk gerade einigen kann, ich meine, wir als CDU haben ja sowieso relativ wenig zu sagen, noch, gucken wir mal weiter, dann ist man natürlich immer gerne dabei. Und wie gesagt, auch die kleine Techno- und Clubszene, da gibt es in Dresden sehr, sehr viele Leute, auch in der Akustikszene weiter, die man unterstützen kann und sollte und wahrscheinlich auch sehr, sehr gerne möchte, um da weiter was voranzutreiben. So, okay, dann geht's weiter mit den freien Bürgern. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall die freie Szene auch unterstützen. Also ich kenne das selbst von Freunden, die zum Beispiel in der Band spielen und tatsächlich mittlerweile Probleme haben mit Proberäumen, die ordentlich zu finden, die teurer sind als ihre Wohnung, wo sie sich dann zu viert reinteilen und die nicht in einem wirklich guten Zustand sind. Und ich denke, wir müssen da Platz schaffen für die, weil gerade so eine freie Szene ist was sehr kreativ ist, was auch nach vorne bringt und was eine Stadt auch ausmacht. Also es kann nicht sein, dass wir bloß jetzt auf Hochkultur gehen, sondern es ist wichtig, dass wir jeden hier unterstützen. Und in dem Zusammenhang plädiere ich zum Beispiel auch dafür, dass wir sowas wie Open Spaces zum Beispiel, dass wir leerstehende Gebäude hier zur Verfügung stellen für Künstler, dass sie da zeitweise zumindest Platz haben, um ja, kreativ zu arbeiten. Und dann die SPD. Bei der freien Szene, was die Unterstützung angeht, gibt es, glaube ich, zwei wesentliche Punkte. Das eine ist tatsächlich, was angesprochen worden ist, Geld, finanzielle Förderung. Hat er gesagt, ich bin im Landtag, da haben wir im Land die Kulturraumhilfe erhöht und die Förderung der freien Szene gestärkt. Wir haben auch im Stadtrat bei den letzten Haushaltsberatungen da ein bisschen was draufgelegt, das Mary-Wickman-Haus erhalten und ähnliches. Der zweite Punkt, der fast noch wichtiger ist, wir haben auch eine Menge freie Szene, die Fördermittel nicht hat oder gar nicht will, sondern da geht es vor allem tatsächlich um Freiräume und das ist unser großes Problem, gerade hier in der Neustadt. Wir sind dicht besiedelt, es wurde inzwischen so gut wie alles saniert. Da braucht es, glaube ich, eine Stadtverwaltung, die nochmal einen genaueren Blick drauf hat, welche Brachen haben wir denn noch und wie können wir die für gemeinnützige Punkte zur Verfügung stellen. Da ist unsere Vorstellung, dass wir einen solchen Brachenmanager im Stadtplanungsamt einrichten, damit der solche Unterstützung geben kann. Okay, Punktlandung. Und dann geht es weiter mit der Grünen. Uns Grünen ist natürlich sehr wichtig, die freie Szene zu stärken, stadtweit. Wir haben vor allem die Tanzszene versucht, auch sehr zu stärken, einen Kulturtopf eingerichtet, womit kurzfristig auch kleinere Projekte möglich werden. In der Neustadt halten wir langfristig an dem Ziel fest, dass der jetzige K9-Standort auch ein Kreativzentrum werden kann, so wie es ursprünglich mal der Beschluss des Stadtrates war. Wir wollen auf jeden Fall die Sperrstunde abschaffen. Dazu läuft auch eine Petition, die zahlreich unterstützt wird. Wir haben aktuell einen Antrag dazu im Stadtrat laufen, der auf der nächsten Sitzung steht. Wir möchten aber auch darüber reden, welche Freiräume in der Neustadt in Zukunft gewollt sind. Und wir schlagen deswegen vor, dass es ein Dialogformat gibt, was ist in der Neustadt unter Freiräumen gemeint und wie können wir die unterstützen. Und dann geht es weiter mit der Partei Die Partei. Ich finde das schade, dass die AfD nicht da ist, gerade bei der Frage.
Die Entfreier fragt bis zum ersten Toten und deswegen möchten wir unsere Zeit nutzen, um zwei Schweigeminuten für den umgekippten AfD-Stadt. Nicht lachen, das war mein Ernst. Dazu werde ich nicht schweigen. Das werde ich wirklich nicht für richtig, sondern gegen die AfD muss man aktiv auftreten, mit guten Argumenten und andere Konzepte bieten. Also ich nutze jetzt gerne, vielleicht auch mit anderen im Publikum, diese Rest 2 Minuten, um hier was dazu zu sagen. Also den Rechtspopulisten muss man aktiv entgegenkriegen. So aktiv wie ja, auch die recht gut aus. Ich finde die Aktion trotzdem toll, weil es genau das aussagt. Wir haben hier noch nicht. Dann nehmen wir schön jeden Tag. Ich bin jetzt mit der Situation auch wenig überfordert. Ich verstehe das auch. Gut, du musst Bescheid sagen, wenn das vorbei ist, ob es dann noch keine Steine gibt. Nee, das ist ja. Man könnte ja an der CDU die Frage stellen, ob sie denn wieder AfD zusammenarbeiten. Dazu haben wir ein ganz klares Statement. Dafür haben wir ein ganz klares Statement auf Bundes-, Landes- und Stadtebene. Abgegeben. Nein, wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen. Wir sind nicht bereit, mit ihnen zu koalieren. Und wir sind nicht bereit, mit ihnen und zusammen zu Essen passt alles rum, aber kurz eine große Diskussion. Jetzt ist so langsam die beste große Schweigeminute ever. So, genau. Dann wieder zurück zur freien Szene, die FDP. Ja, halt, ich spreche mal mein Schweigen. Ja, ganz schlimm. Aber man kann auch die Ohren zuhalten. Kulturförderung, ja, ist uns sehr wichtig. Wir haben in unserem Wahlprogramm auch die Aufstockung der Kulturgelder, die wir vorrangig auch für die freie Projekt, also für die freie Szene oder beziehungsweise für die Projektförderung einsetzen wollen, um gerade so jungen Künstlern sozusagen mal über Projekte sozusagen eine Anschubsfinanzierung zu ermöglichen. Weil das meiste Geld ja in der institutionellen Kulturförderung steckt. Abschaffung der Sperrstunde, da sind wir voll mit dabei. Und Open Space-Lösung für Künstler, da steht auch bei unserem Wahlprogramm in der Top. Dann die Linke. Ja, also wenn Dresden 2 Sachen ist, dann ist es eine Stadt am Fluss, wie ich festgestellt habe, als ich herzog. Und ich glaube, eine Kulturstadt. Das ist so eine Vision, die möglicherweise viele teilen können. Deswegen ist Kulturpolitik für uns natürlich besonders wichtig. Wir stellen auch die aktuelle Kulturbürgermeisterin. Ich selber komme ja aus der freien Szene und wir haben zum Beispiel die Frage, warum in der freien Szene keine Tariflöhne gezahlt werden können, wo das zum Beispiel in der Jugendhilfe vollkommen selbstverständlich ist. Also wir sind für Kultur fair finanzieren und wollen deswegen auch so bald es möglich ist, da eine ordentliche Aufstockung, damit die, die das Geld von der Kommune kriegen für ihre Arbeit, auch ihre Angestellten zumindest tarifähnlich bezahlen können. Das Zweite ist, dass wir für diesen ganzen Komplex freie Szene sogar eine eigene Stelle fordern im Kulturamt für die freie Szene und ich ziehe meine Zeit, das muss ich jetzt, weil ich will ja auch im Kulturausschuss später mal. Ich selber habe auch noch einen Fokus auf die interkulturelle Arbeit. Ich arbeite für ein Afropa. Das muss in der Stadt auch deutlich nochmal gestärkt werden. Da geht es auch vielfach gar nicht so sehr um die finanziellen Ströme, sondern geht es auch um Anerkennung. Das sage ich auch für die Clubkultur. Wir wollen einen Nachtbürgermeister einführen, der das moderiert oder da zur Verfügung steht, um diese ganze Nachtökonomie und auch diese Thematik Lautstärke sozusagen irgendwie im Griff kriegt. Also die Linke ist für eine sinnvolle und auch die sozio- und freie Szene-Kultur beachtende Kulturpolitik und ich glaube, das ist auch unsere große Stärke. Dann die Piraten. Die Piraten. Also ich kann mich den Albrecht nicht anschließen. Die freie Szene heißt nicht deswegen frei, weil sie frei irgendwie sich selbst finanzieren soll. Das geht gar nicht. Die Kulturförderung ist immer staatliche Aufgabe, ansonsten wird es Mäzenatentum und das führt zur singulären Förderung.
die nicht gut ist und nicht schön ist. Der zweite Punkt ist tatsächlich die Räumlichkeit und die Räumlichsituation, die in Neustadt relativ knapp ist. Und dazu zählt ja nicht nur die äußere Neustadt, auch das Industriegelände bietet eigentlich viele Möglichkeiten, um dort Proberäume und Ateliers reinzubringen. Aber wenn das halt in privater Hand bleibt, wird das immer schwierig. Da kann die Stadt durchaus mal vorpreschen und ihr Vorkaufsrecht zum Beispiel wahrnehmen. Andererseits waren natürlich jahrelang die Töpfe auch relativ leer, weil sie von CDU und FDP nicht gefüllt wurden. Das ist in den letzten 5 Jahren unter Rot-Rot und Orange Gott sei Dank um einiges anders geworden. Wir haben schöne, viele neue Förderungsmöglichkeiten bekommen. Und was die äußere Neustadt betrifft, brauchen wir Kulturschutzgebiete, damit die Clubs sich nach und nach zumachen.